reingeschaut. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reingeschaut-Video. Mein Name ist Rotmack und wir schauen heute bei Running with Raffles rein. Ein Indie-Spiel, ein kleines, wie ihr das schon sehen könnt an der ganzen Grafik und so. Ist ein sehr spezielles Spiel, kann ich mal sagen. Ich habe ganz kurz reingeschaut, ihr seht links die Statistik. Ich habe da eine halbe Stunde vielleicht reingeschaut, um da ein bisschen mit der Steuerung und so weiter klarzukommen. Damit ihr hier auch nicht bei total Null anfangen müsst, wenn ihr mit mir hier zuschaut oder ich nicht bei Null anfangen muss. Und ja, das Spiel ist momentan bei einem Humble Bundle erhältlich und zwar in diesem Kriegs-Humble Bundle. Ich glaube, da könnt ihr für 1 Euro noch mit 2 anderen Spielen euch dieses Spiel ziehen. Ich sage jetzt schon zum Voraus, für das Geld ist es okay, aber viel mehr würde ich für das Spiel nicht bezahlen, ja? Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Genießt das, was ihr momentan habt, nämlich die Musik. Diese Musik hier ist eigentlich das Beste im ganzen Spiel, kann man schon mal so sagen, ne? Zumindest meiner Meinung nach ist diese Musik absolut genial und da kommt das Spiel nicht ran. Da kommt das Spiel nicht ran. Ja, wir werden jetzt aber selber mal schauen, was das Spiel eigentlich zu bieten hat. Und zwar gehen wir auf eine Kampagne. Das Tutorial lassen wir außen vor. Wir haben hier Man vs. World. Okay. Das ist, habe ich noch gar nicht angeschaut. Kampagnenauswahl. Da gibt es verschiedene Sachen. Ich nehme die Vanilla-Campaign. Kämpfe im Krieg zwischen den Green Belts, den Grey Collars und Brown Pains in einer Reihe von gnadenlosen Kämpfen. Schließe dich der Invasion ins gegnerische Territorium. ins gegnerische Territorium an, um Land zu erobern und den Gegner zu besiegen. Sehr schön. Also, wir haben hier diese verschiedenen Karten und wir schauen jetzt mal weiter, was wir hier erwarten können. So, Benutzername Mr. Green, das passt zur Campaign 0. Fraktion Green Belts, ja, Voreinstellungen Let's Play, finde ich ganz nice, dass es hier Let's Play gibt. Das ist nämlich anfängerfreundlich plus solide Anfangs-XP und RP, was auch immer RP sind. Ideal für neue Streamer. Ja, dann haben wir hier Kapazität der Alliierten 120%, Kapazität der Gegner 93% und so weiter und so fort. Das sind alles Voreinstellungen. Lasse ich einfach so, wie sie sind. Und dann starten wir mit dem Spiel. Running with Riffles. Fahrzeuge sind einfache Zielscheiben für größere Infanteriegruppen. Gehe damit vorsichtig um. Ja. Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen kann, aber okay. Geht in Ordnung. Wir werden die erste Kampagne zusammen machen. Achtung, Lagebesprechung des Kommandanten. Schön, Sie alle hier zu haben bei Keepscake Bay. Der Vorbereitungszug ist früher angekommen als erwartet und hat den Umkreis von Villa gesichert. Jetzt, wo Verstärkung nachgerückt ist, ist unser Ziel, Keepscake Bay komplett zu kontrollieren. Squad-Anführer werden dazu ermutigt, Sabotagemissionen durchzuführen. Wertsachen und Frachttrucks sollen in Waffenkammern zur Untersuchung geliefert werden. Viel Glück, Soldaten! Okay. Ja, was auch immer das alles heißt, wir schauen uns mal die Karte an. Und zwar haben wir hier die Karte. Wir beginnen hier bei unserer Basis quasi. Und ihr seht schon, die roten Kreise sind alles Ziele, die wir einnehmen sollen. Es gibt aber hier noch persönlicher Lagerraum. Keine Ahnung, was man da kann. Habe ich nicht rausgefunden. Wir gehen jetzt erst einmal. Gehen wir weiter. Wir sehen unten die verschiedenen Waffen, die wir haben. Wir haben zum einen die Ja, einfach ein Gewehr, ein Sturmgewehr. Weiß nicht, welches Gewehr das genau sein mag. Dann haben wir, mit B können wir hier die Waffe wechseln. Haben wir hier das Rohr. Volles Rohr, da kann man auch richtig schön reinpfeffern. Und hier sehen wir auch schon die ersten Gegner. Und ja, das ist das Spiel. Das hat mich schon erwischt. Okay. Habe auch die falsche Waffe eigentlich angehabt. So. Wir müssen jetzt einfach hier die Brownies. Ich nenne sie einfach mal die Brownies, weil die haben braune Uniformen an. Die müssen wir jetzt einfach mal wegschaffen, ne? So, West End. Wir sehen unten eine Leiste. Unten rechts. West End. Das müssen wir einnehmen. Und wenn die Leiste voll ist, haben wir West End eingenommen. Ah, das sind die Greys. Das sind gar nicht die Browns. Das sind die Greys. Und schon wieder bin ich tot, ja? Es geht relativ zackig hier. Mit WASD steuert man übrigens den Kleinen. Ein Feuergefecht wurde bei West End lokalisiert. Ja, da werde ich natürlich hingehen.
Gar keine Frage. So. Ja, wie gesagt, mit Wehrstick. Ey, sag mal, was ist denn los? Ich sterbe nur, das ging vorhin aber einiges besser. Das wird schon noch besser. Das wird noch besser. Keine Frage, nicht durchdrehen hier, Freunde. Da werde ich, ich werde da schon schauen, dass es hier besser geht. So, muss ich vielleicht ein bisschen geduckt hier gehen. Achtung, Fahrzeug, das überfährt mich fast. Beinahe. So, einmal drüber gestiegen. Das sind alles Grüne. Freunde, so, den Hammer. Ja, ein bisschen ducken. Oh, ich muss nachladen. Mit R wird nachgeladen. Da oben hat es auch noch Feinde. Soll ich den auch noch beschießen? Ja, sehr gut. So, und da rücken schon einige nach. Ja, nachladen. Mal die andere Waffe nehmen. Oh, das ist ins Nirgendwo geschossen worden. Okay, aber West End ist schon fast das unsere. Schon beinahe. Vanilla ist natürlich, Villa, nicht Vanilla. Villa ist natürlich unseres. Und Spiel gespeichert. Ich glaube, wir haben West End, nein, nicht eingenommen. Noch nicht, da kommen sie. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig, muss ich sagen. Ja, also es ist nicht so, ich habe es irgendwie nicht so im Griff, habe ich das Gefühl. Sieht man auch an meiner Spielweise. So, West End könnte schon bald eingenommen werden. Da ist so ein Grauer. Freunde, fix and flank, Freunde. Panzer, ja, gib mir Schutz hier. Sehr gut, da drüben ist auch einer, der gehört uns. Sehr gut. West End wurde von uns eingenommen. Neuer Angriffsbefehl. Ziel, Docks, Ausrüstung, Westen. Ja, so sind wir hier gar nicht mehr so schlecht. Ja, da sind die Häuser im Weg. Muss ich jetzt tatsächlich da auch rauf? Ah, da hat er mich. Verdammt. Es gibt ja auch online, kann man das Ding spielen. Ich weiß nicht, ob da jeder gegen jeden ist oder ob es da Teams gibt oder so. Wäre vielleicht auch noch interessant. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jetzt nicht unbedingt meins, ne? Die Grey Collars. Ich kann hier nicht hochschießen, ne? Das ist auch so ein bisschen doof. Komm. Und nein! Ah, da hat er mich. War natürlich taktisch sehr unklug. 4 Fallschirmjäger. Ja, was ist mit den Fallschirmjägern? Kommen die noch oder was ist los? Man weiß es nicht. Ah, wir gehen nochmal rüber. Das dauert jetzt eine Weile. Eieiei. Wir haben West End eingenommen. Ein neuer Angriffsbefehl. Ziel Docks aus Richtung Westen. Also West End haben wir jetzt eigentlich zum zweiten Mal eingenommen. Die haben es wieder zurückerobert. Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Ich sehe das schon. Da hat es auch ein bisschen mehr Freunde. Friendly Fire ist übrigens ausgeschaltet. Oder gibt es nicht? Weiß nicht, ob man das einschalten kann. Ich habe es natürlich ausprobiert. Geht mir. Nein, aber hey, wo ist denn die Deckung? Wo ist denn meine scheiß Deckung hier? So, die wollen tatsächlich das Ding wieder einnehmen. Ey, sag mal. Ich stirb hier einfach nur, ne? Geht auf keine Kuhhaut sowas. So, West End ist definitiv uns. Da ist ein Grauer. Den habe ich gleich weggeworfen. Weggeschossen. Der gehört auch mir. So. Nachladen. Da drüben ist wieder einer, aber ich kann... Man hat nur 30 Schuss. Die sind so schnell durch. Da muss man immer wieder nachladen. Das Nachladen geht echt lange. Also ich habe das Gefühl, ich lade länger nach, als dass ich schießen kann. So, die Docks. Wir sind schon fast bei den Docks. Oder wir sind bei den Docks, oder? Ja, wir sind bei den Docks. Jetzt müssen wir das Ding auch noch einnehmen. Gehe ich da mal hoch. Ja, da sind wir einige, die jetzt hier bei den Docks sind. Ich versuch's mal hier mit einer anderen Waffe. Bams! Hat keinen getötet, aber hat hier schön Wumms gemacht. Ich habe auch Granaten. Ich will nicht schreiben, ich will nachladen. So. Der lädt nicht mehr nach. Speziell. Die Handgranate. Nochmal versuchen. Ist alles ein bisschen schwer zum Steuern, muss ich sagen. Ne?
Also ist echt nicht so einfach, die Steuerung. Ist sicherlich eine Gewöhnungssache. So, wir nehmen das Ding aber ein hier. Gar keine Frage. Da ist auch wieder einer. Und die Streuung des Gewehrs ist echt krass. Also da kann man nicht einfach drauf losrennen. Ah, das sind graue. Kann ich jetzt das Ding hier ein... Ja, jetzt kann ich da einsteigen. Und kann ich das Ding fahren? Irgendwie kann ich das nicht gestohlen, aber ich kann nicht fahren. Wieso kann ich das nicht fahren? Mal aussteigen. Ah, ich war gar nicht... Oh, jetzt kann ich fahren. Kommt, steigt ein, Jungs. Steigt ein. Sehr gut. Jetzt muss ich hier die Steuerung noch ein bisschen... So. Oh! Okay, witzig ist es. Witzig ist es auf jeden Fall. Die haben was bei der Villa. Sag mal, den habe ich doch getötet hier. Die können sich aber auch gut verstecken hier. Ich muss da bessere Deckung suchen. Eieiei, richtig, richtig schlecht. Aber wie gesagt, ich komme mit der Steuerung irgendwie einfach nicht klar. Tut mir leid. Tut mir leid. So, Handgranaten werfen. Nochmal versuchen, Handgranaten werfen. Ah, sehr gut. Ich bin da auch gestorben, aber jetzt können sie hier zumindest nachrücken. Habe ich mich geopfert fürs Team. Alles klar, wie sieht das hier auf der Karte aus? Aha. Wir haben schon noch was vor uns. So, Fallschirmjäger sind gekommen. Alter, ich sterbe hier einfach immer viel zu schnell. Kann ja nicht wahr sein. Da laufe ich irgendwo rein und dann bin ich gleich wieder tot. Da ist eine Handgranate, aufgepasst, ja. So, ihr Grays, jetzt kriegt ihr aufs Maul. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt versuche ich die mal von hinten hier irgendwie zu überraschen. So eine kleine Ego-Tour, die ich da mache. Das sind Grays. Ja, den habe ich. Da unten ist auch ein Gray. Nachladen. So, Greens, los, nehmt das Ding ein. Na, da hat er mich. Ist unglaublich. Ist unglaublich doch. Wir können auch die Waffen aufnehmen, der Gegner. Aber ich sehe da momentan noch nicht so den Sinn drin. Hier könnten wir jetzt jede Waffe... Ah, okay, der Rocket Launcher ist schon okay, ja. Den nehme ich natürlich gerne. So, einmal nachladen. Ich gehe mal hinten rum. Das sind auch Grays hier wahrscheinlich. Ja, das sieht nach Grays aus. Sehr gut. Was waren die meinen? Oh, Achtung, Granate. Oh, nachladen. Ja, habe ich ihn, habe ich ihn. Hab ihn, sehr schön. So, way to go, Soldiers. Sehr gut. Jetzt nehmen wir das Ding hier richtig schön ein. Da ist auch wieder einer. Da ist einer und da oben ist einer. Ah, da kommen sie, Leute. Da kommen sie. Das ist ein Schild. Wann ist dieses Schild? Kann ich das aufnehmen? Ah, da hat's mich. Aber jetzt sind wir ein bisschen weiter vorwärts gekommen. Bisschen besser. Wie sieht das hier aus? Haben wir eingenommen. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich Eastern District einnehmen. Weil das Ding haben wir eingenommen. Die greifen jetzt zwar an. Wir müssen noch ein bisschen verteidigen. Ich weiß gar nicht, wie die mich immer töten. Hier, vom Haus runterspringen, kein Problem, ne? Aus dem dritten Stock. Aber dann hier einen Schuss abkriegen und ich bin tot. Ja, schon wieder. Alter Falter. So, komm hier drüber. Dann gehen wir hier auf den Gegner los. Eastern District wird das unsere sein. Sag mal. Also das Spiel ist echt speziell. Sehr speziell. Ich finde es auch schade, ist hier keine Musik mehr vorhanden. Ey, sag mal.
viel sind das denn? Ich muss da, glaube ich, mit einer anderen... mit einer anderen Waffe, mit einer Zweitwaffe mal angreifen. So. Und schon wieder weg. Unglaublich sowas. Unglaublich. So. Heißt so ein Gray. Gray, Motherfucker! Alter! Das Nachladen ist echt sowas von mühsam. Ihr seht es unten links. Ich habe nur 30 von 30 Schuss. Also 30 Schuss sind relativ schnell durch. Da muss man auch wieder nachladen. Ja. Lade nach. Achtung, vorsichtig. Ja, der ist auch mir. Schokolade habe ich jetzt mal aufgenommen. Was mir das genau bringt, das weiß ich nicht. Was haben wir denn da? Verbandstasche. Wir haben Eastern District eingenommen. Neuer Angriffsbefehl. Zielen East Beach aus Richtung Westen. Machen wir doch. Wo ist denn East Beach? Na, hier. Da wird noch gefightet. Da, der ist weg. Na, ah, hat mich wieder erwischt. War kein Problem. Wir haben da ein paar Meter gewonnen. Also hier ist wirklich ein Kampf um jeden Meter. Was ist das für einer da oben? Das ist einer von uns? Wieso hat mich der überfahren jetzt? Was zum Geier? Was zum Geier? So, was haben wir denn hier? Handgranaten und... was Neues, ne? Ein anderes Gewehr, glaube ich. So, wir laufen mal mit. Denn wir müssen hier den nächsten Standort einnehmen. Ja. Ist der meine. 23 Schuss habe ich noch. Kann ich eigentlich mal nachladen. Der lädt so lange nach. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie lange der nachlädt? So, die beiden sind auch down. Der auch. Den habe ich, glaube ich, erwischt mit der Handgranate, aber bin auch selber gestorben. Okay, da kommen so viele von uns. Oh, 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 Achtung, Panzer. Das ist echt so ein bisschen wie in der Sowjetunion, ne? So, hier, du bist einer von Millionen, kriegst 5 Schuss. Schau mal selber nach, wie das hier funktioniert. Wenn du stirbst, hast du Pech. Wenn du überlebst, dann nimmst du dir halt eine Waffe eines Freundes. Da gibt es Verbandstaschen. Ich will mir auch neue Waffen hier mitnehmen. Aber mit dieser Waffe, die ich hier habe, da lege ich mich immer hin, wenn ich schießen will. Das kann ich gar nicht steuern. Kann ich hier eine andere Waffe nehmen? Ah, der geht dann wieder. Sehr gut. Kann man nachladen. Das ist vom Gegner, ne? Jawohl, sehr schön. Jetzt kommt das langsam gut. Meine Sterben tut man da ein paar Mal, das ist klar, aber das war am Anfang dann doch ziemlich viel, aber momentan, jetzt geht das langsam, aber sicher geht das besser. So. Das sieht ein bisschen aus wie in der Normandie. Okay, wo sind wir denn? Haben wir eingenommen? Ist das Ding schon uns? Es ist uns, ne? Vorwärts, lass uns gehen. Okay. Dann lass uns da mal Richtung Süden gehen. So viel dazu. Habe ich auch irgendwie eine andere Waffe? Ohne Schrotflinte! Wie geil ist das denn bitte? Eine verdammte Schrotflinte habe ich einfach mal. Das ist geil. Ja, nimmt's mich auch mal. Aber ich habe relativ viele Kills gemacht jetzt mit der Schrotflinte. Die ist richtig geil. Habe ich die wieder? Ja. Ich habe die wieder. Ja, die Schrotflinte ist richtig, richtig gut. So. Aber nicht von unten. Ah, das war jetzt taktisch extrem schlecht. Ich hätte hier rechts durchgehen müssen. Mache ich diesmal auch. Nehme hier diesen Weg.
Einer. Ja, da gibt's noch mehr, hä? Kommt, kommt her. Ja. Ja, sehr gut. Nachladen. Oh, da hat er mich erwischt. Okay. Witzig. Gut, wir haben hier alles eingenommen. Ist alles das unsere. Klicke zum Respawn. Ja, ich will einfach hier respawnen. Wir müssen hier das Ding einnehmen. Ganz einfach. Ein Feuergefecht wurde bei Ranch lokalisiert. Aber die drängen uns auch ein bisschen zurück hier, so wie es scheint. Ja. Viele gute Kills. Nachladen. Oh, keine Munition mehr. Gib mir Deckung. Ich muss hier mal nachladen. Dann, wir müssen doch in Richtung Süden hier. Wieso gehen die in Richtung Osten? Wir müssen in Süden gehen. So, Männer. Geh mal drüber. Und dann los, los, los. Holen wir uns das Territorium. Die Schrotflinte ist echt cool. Muss ich sagen. So. Da läuft der kleine Mann. Hat er keine Ahnung, was er machen muss. Oh, nein! Darf nicht wahr sein. So, was haben wir denn? Haben wir irgendwo Probleme? Sieht aber alles relativ safe aus. Transporter Truck. Den müssten wir vielleicht noch hier... Oh, Kollege. Das stimmt mit dir nicht. Greift er mich einfach an. Okay, wir gehen weg in dem Truck mal schauen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe auch das Gefühl, das Spiel würde, also meine Mannschaft würde trotzdem gewinnen, auch wenn ich gar nichts machen würde. Habe ich irgendwie so das Gefühl, keine Ahnung warum, aber... Ne? So, und das ist, der ist im Süden. Transporter Truck, ist es der? Der ist der, ne? So, wo soll ich denn jetzt hinfahren? Der ist ja rot. Müsste der zur Waffenkammer, oder was? Ich habe das nicht richtig verstanden. Ich versuche es jetzt einfach mal, wenn ich es... Okay, wir haben gewonnen. Wir haben die Ranch eingenommen. Grey Colors haben ihre letzten Basis verloren. Das war's. Unsere Armee hat gewonnen. Wir haben alle Basen eingenommen. Sehr gut. Ja, ich habe es gesagt, die gewinnen wir auch ohne mich. Ich versuchte hier mal diesen Truck hier irgendwo hin zu begleiten. Aber ihr seht es, ja. Das Spiel ist speziell. Ja, kann man so sagen. Also ich finde, das Beste an diesem Spiel ist definitiv die Musik. Wir können jetzt noch weiterspielen im Level, okay. Ich kann mal mein Fazit durchgeben, indem wir hier noch ein bisschen weiterspielen. Oder während wir hier noch ein bisschen weiterspielen. Ja, also... Das Beste am Spiel, wie ich bereits am Anfang gesagt habe, war meiner Meinung nach... Klar, die Musik, ja. Und die Musik ist auch nur im Hauptmenü vorhanden. Finde ich ein bisschen schade, weil da hätte man hier wirklich viel mehr Atmosphäre schaffen können, wenn es hier auch während... wie war ich denn hier? Wenn es auch während der Schlacht hier ein bisschen, ne, Musik gäbe... Ja, schade, war nicht so. Die Steuerung, ihr seht es auch beim Autofahren bei mir hier, die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Also ich kriege das kaum auf die Reihe. Ah, kann ich jetzt sogar noch tuten, ne? Tuten, hupen. Ah, komm, aussteigen, das nervt mich. So, ja, ich gehe zurück, ich will die Musik, wenn wir hier das Fazit zu dem Spiel machen. Speichern und zurück zum Hauptmenü. So, also, wie gesagt, die Musik wäre eigentlich top, leider aber nicht eingebunden ins Spiel oder während des Spiels. Die Steuerung ist ein bisschen hakelig, die Grafik ist natürlich, also, das ist jenseits von Gut und Böse. Aber kann natürlich auch trotzdem viel Spaß machen, so ein Spiel, auch wenn die Grafik nicht gut ist. Aber die Grafik ist definitiv richtig, richtig schlecht. Und, ja, der Spielspaß... Ich weiß nicht. Also mir selber sagt das Spiel eigentlich nicht so zu, muss ich sagen. Also ich werde das Ding jetzt sicherlich nicht weiterspielen oder lange weiterspielen. Wäre auch ein bisschen, um mal zu sehen, was es sonst noch zu bieten hat, das Ganze. Aber
es wird mich hier nicht irgendwie fesseln. Das kann ich jetzt schon sagen. Für 1 Euro mit 2 anderen Spielen, wie es beim Humble Bundle erhältlich ist, ist es absolut in Ordnung. Kann man sich geben, kann man zwischendurch mal vielleicht eine Runde zocken, so. Geht ja in Ordnung. Keine Ahnung, ob das der Online... Vielleicht ist der Online-Part noch viel witziger dann. Kann natürlich gut sein. Aber jetzt hier für die Mission, ja, muss nicht unbedingt sein. Also eine Kaufempfehlung meinerseits gibt es dafür garantiert nicht. Wer solche Spiele mag, der kann sich das mal anschauen. Aber ich sag mal, die meisten Leute werden wahrscheinlich nicht viel damit anfangen können. Nichtsdestotrotz, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten auch gerne einen Kommentar lassen. Wie findet ihr das Spiel an sich? Habt ihr das schon gekannt? Werdet ihr euch das zulegen? Oder wollt ihr das vielleicht auch mal in einem Livestream sehen bei mir auf Twitch? Dann unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten natürlich gerne abonnieren, damit ihr auch kein Video verpasst hier auf meinem Kanal. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.